Über 800 mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer stecken dem Hobbysportler Fabio Beinhofer in den Knochen. Mittlerweile ist der Münchner, der Spenden für eine Schule in Südafrika sammelt, in Spoleto angelangt. Das räumliche Ziel Rom ist nicht mehr weit weg. Sein Spendenziel von 11.000 Euro ist längst übertroffen. Es ist unfassbar, wir haben mittlerweile über 20.000 Euro an Spenden eingesammelt. Ich bin immer noch vollkommen geflasht von dieser ganzen Sache und ich weiß einfach, dass es an der richtigen Stelle ankommt. Auch wenn ich mittlerweile keine Lust mehr auf Berge habe und keine Lust mehr auf Höhenmeter habe. Zwei harte Tagesetappen liegen noch vor dem 30-Jährigen. Doch für den Hobbysportler ist es die Quälerei auf jeden Fall wert. Es macht mich mittlerweile einfach nur noch fertig, wenn ich Berge sehe und Straßen, die geradeaus hochgehen, weil das sind die einzigen Straßen, die es gibt. Aber ein bisschen muss ich noch durchhalten. Ne? Unfassbar. Vielen, vielen Dank an alle, die schon gespendet haben. Es macht mich überglücklich und ich freue mich einfach nur riesig, endlich da zu sein. Noch rund 120 Kilometer muss der Münchner zurücklegen, ehe er nach knapp 3 Wochen Rom erreicht hat. Bis er dort endgültig vom Sattel steigt, könnte sich sein ursprünglich angedachtes Spendenziel verdoppelt haben.